Trainer, 2:2 bei einem sehr starken Gegner. Wie fällt da dein Fazit aus? Ja, ich bin mit dem Spiel nicht unzufrieden. Einzig Gegentore stören mich ein bisschen, weil da haben wir doch uns nicht so geschickt angestellt, würde ich sagen. Da müssen wir zwangsläufig schon noch dran arbeiten, dass wir den Gegner nicht so leicht machen, dann Tore gegen uns zu erzielen. Ansonsten fand ich, haben wir uns gut bewegt. Und ja, der Gegner hat für eine Regionalliga-Mannschaft, glaube ich, auch eine sehr gute Qualität mit ein bisschen Glück. Für Saarbrücken wäre jetzt das erste Spiel nicht gegen Würzburg, sondern gegen Saarbrücken gewesen. Also von daher wissen wir das auch richtig einzuschätzen. Ja, von daher bin ich, wie gesagt, nicht unzufrieden. Hat die Mannschaft Moral bewiesen, nach dem Rückstand jetzt bei der Hitze dann zumindest noch zum Ausgleich zu kommen? Ja, ich habe der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt, ich will nicht unbedingt verlieren. Oder ganz im Gegenteil, eigentlich wollte ich gewinnen. Oder wir wollten gewinnen. Das haben wir nicht ganz hingekriegt. Unabhängig davon, ja, wenn man Rückstand aufholt, dann sollte man damit auch nicht unzufrieden sein. 14 Tage vom Saisonstart, wo siehst du die Mannschaft aktuell? Ja, wenn ich jetzt rein von den Ergebnissen her sehe, haben wir gegen Mannheim verloren, heute 2:2 gespielt. Also von daher sind wir schon auf einem etwas besseren Weg. Nein, ich glaube, dass wir auch vom Spiel her, wie gesagt, war ich damit nicht unzufrieden. Wir haben schon noch ein paar Dinge, die wir verbessern müssen. Aber das ist jetzt in der Phase auch völlig normal. Dankeschön. Bitte.